Rockgranate total am Dienstag. Heute mal mit der Analyse am Anfang. Dazu kommen wir gleich. Im Programm haben wir Petersberg gegen Bronzel, Gruppenligaschlager und das Verbandsliga-Derby Hünfeld gegen Steinbach. Ja, der Maxi heute mal zuerst. 0-0 war nicht so ein tolles Spiel zwischen Petersberg und Bronzel. Deshalb starten wir mit der Analyse. Und du hast ein paar Szenen rausgesucht. Ja. Fangen wir an. Ja, Spiel war vorsichtig ausgedrückt, ja, nicht so doll. Also ich glaube, wir fangen einfach mal an, um euch auch mal mit reinzunehmen. Die erste Szene war Anstoß von Petersberg und dann der lange Ball von Patrick Wingfeld, der jetzt hier kommt. Und wenn man sieht, wo er landet, dann... Ging schon gut los. Ja, da braucht man nichts zu sehen, aber das war so eigentlich sinnbildlich. Es war, Petersberg hat sehr, sehr viel mit langen Bällen agiert und hat sich da sehr schwer getan. Eine große Chance, können wir auch gerne hier mal zeigen, war eben auch langer Ball vom Mario Vogt, die Flanke. Dann, ja, kommt der zufällig. Ich glaube, das war eigentlich ein Torschuss, ne? Fällt da dem Patrick Stupp vor die Füße. Und das war dann doch, gerade im Spiel da vorne, sehr, sehr viel Zufall. Mein Eindruck war, dass Bronzel ein bisschen mehr versucht hat, auch Struktur reinzubringen. Ihm fiel es sehr, sehr schwer. Wir haben jetzt einfach mal eine Szene hier, die wir einfach mal so ein bisschen schneller laufen lassen im Spielaufbau. Ja, war dann doch kaum Risiko, viel in die Breite gespielt. Ja, das, die Innenverteidiger können zwar mal andribbeln, ja, passiert aber nicht viel und dann immer wieder über die Außen gespielt. Und Petersberg hat das gut gemacht, aber man hat so gemerkt, dass Bronzel eigentlich kein Risiko eingehen wollte, dass sie mit dem Punkt dann auch nicht unzufrieden waren und ja, hatten dann auch eine gute Chance nach einem ja, Freistoß und ja, hält er gut, aber auch das, man, das war so mit die gefährlichste Chance nach einer Standardsituation. Es ging halt spielerisch nicht viel und war nicht viel los vor der Tor. Nee, und es gab zwei Szenen, sehr, sehr strittig. Es gab zwei strittige Mehrsituationen. Angriff von Bronzel. Das ist die Szene mit Marian Weber. Genau, kommt die Flanke. Und ja, auch eigentlich keine optimale Flanke. Und dann für mich, klar, Elfmeter. Ja. Wir können ja nochmal reingehen hier in das Slow Motion. Ja. Kommt den Schritt zu spät. Und ja, das sieht schon so aus, ja. Ja, gab es für mich. Ich finde, Schiedsrichter hat auch eine sehr, sehr gute Sicht hier. Und ja, für mich eigentlich ein klarer Elfmeter. Und ja, den nicht ganz so klaren Elfmeter gab es dann doch, man kann drüber schreiten, nämlich für Petersberg langer Ball, ne? Ja, passt. Und ja. Rutscht jetzt weg, ne? Alex Ganz. Also. Ja, es ist ein Elfmeter. Am ersten habe ich gesagt, nee, inzwischen muss ich sagen, ja, unglücklicher Rutscher weg. Ja, steht Asche ja auch nicht, dass das ein Foul Absicht sein muss. Ne? Nee, Asche macht es doch clever, ne? Ja. Und nimmt es auch mit. Kann man geben, aber es hat das Spiel gepasst, dass auch der Elfmeter. Kurios, ne? Ja, wurde zwar aufs Tor gebracht, aber war halt kein Tor, von daher war es insgesamt kein gutes Spiel. 0-0, kein Fisch, kein Fleisch. Ja, gab nicht so viel her. Gut, es gibt nächste Woche das nächste Spitzenspiel, Eichenzell-Petersberg, vielleicht ist da ein bisschen mehr los. Wir haben trotzdem mal nachgefragt, wir haben unseren Johannes Götze losgeschickt, der hat den Marian Weber mal zum Spiel befragt. Im Spiel, ihr habt versucht, die Verantwortung hier zu übernehmen am Platz. Was hat dann vielleicht hinten raus gefehlt? Ja, wir sind nicht wirklich gut heute über die Außen durch und wenn wir durch waren, kam die Flanke einfach dann nicht präzise oder wir sind falsch reingestartet. Und ja, und Fernschüsse hatten wir auch nicht dabei, was uns auch manchmal ausgezeichnet hat. Ja, da hat dann irgendwie ja, der letzte Pfiff gefehlt, dass wir das hier heimschaukeln. Was bedeutet das jetzt für die Tabelle? Das sind 5 Punkte weiterhin. Ja, Petersberg hat noch das Nachholspiel, da können es durchaus auch wieder 8 Punkte werden. Also erster Platz ist überhaupt kein Thema für uns. Wir konzentrieren uns auf den Relegationsplatz Nummer 2 und versuchen da halt Johannesberg, Eichenzell und Ehrenberg auf Distanz zu halten. Ja, letztlich hat dann doch auf beiden Seiten ein bisschen was gefehlt, um sich die 3 Punkte zu verdienen. Das 0-0, ja, wie gesagt, wir haben es angesprochen, war jetzt nicht das ganz tolle Spiel. Der Mario Vogt, den haben wir mal gefragt, ob das 0-0 denn okay ist. Mir hat vorher einer gesagt, ich glaube, ich hätte es unterschrieben. Wichtig war heute nach den letzten 2 Spielen, wo wir 8 Gegentore gefressen haben, dass endlich mal wieder die 0 steht. Das haben wir heute geschafft. Letztendlich war es ein bisschen ärgerlich mit dem Elfmeter, aber wäre wahrscheinlich im Gesamtbetracht des Spiels nicht gerecht gewesen. Jede Mannschaft hat ihre Schlüsselspieler und vielleicht war auch ein Knackpunkt beim Spiel Petersberg-Bronzel die frühe Verletzung von Julian Wehner, der bereits in der Anfangsphase vom Feld gehen musste. Nochmal der Mario Vogt. Der Juli ist halt bei uns so der Routinier im Mittelfeld, der die Strippen zieht, sag ich mal. Ich glaube, die ersten 10 Minuten sah es auch ein bisschen besser aus vom Spielerischen her als dann ab der 11.
war mit Sicherheit kein optischer Leckerbissen für die Zuschauer. Vom ersten gegen zweiten hat man spielerisch mit Sicherheit mehr erwartet auf dem Platz, aber letztendlich fragt jetzt schon keiner mehr nach. Wir haben den Punkt gewollt, den haben wir jetzt und gut ist. Alles in allem war es nicht das erhoffte Spitzenspiel, nur 250 Zuschauer. Auf dem Platz ist nicht viel passiert, es war viel Taktik. Stefan Dresel, das Statement vom Trainer der SG Bronzell. Ich denke, wir haben beide Teams sind nicht volles Risiko gegangen, auch meine Mannschaft nicht. Wir wollten auf keinen Fall einen Rückstand geraten. Wir haben das eigentlich ganz gut gespielt, letztendlich nicht zielstrebig genug im letzten Drittel, im letzten Angriffsdrittel. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann ein bisschen die Ordnung verloren und sind dann gegen Ende des Spiels nochmal in zwei, drei Kontersituationen reingelaufen. Aber ich bin nicht unzufrieden. Wir haben hier einen Punkt geholt beim Tabellenführer, auch wenn der Abstand gleich geblieben ist. Für mich ist wichtig, dass wir erstmal Position 2 festigen. Und so war letztlich der Torwart, der Matchwinner für die Bronzeller, der Marcel Blum, mit dem gehaltenen Elfmeter gegen Patrick Wingenfeld und auch kurz danach nach einer Ecke nochmal den Kopfball von Patrick Wingenfeld am Pfosten vorbeigelenkt. Stefan Dresel, Marcel Blum, habt ihr den Punkt letztlich zu verdanken. Und so ist Fußball. Vor zwei, drei Wochen gegen Künzell hat er einen Fehler gemacht. Da haben wir noch das 1-1 in der Nachspielzeit bekommen. Heute hat er uns einen Punkt gerettet. Und deshalb sind wir ihm auch zu Dank verpflichtet, dem Marcel. Wir wechseln zum Derby der Verbandsliga zwischen Hünfeld und Steinbach. 3-2 haben die Steinbacher gewonnen. Wieder ein Schritt näher am Titel. Wir wollen uns nicht alle fünf Tore angucken. Wir starten mal. 2-0 hat Steinbach geführt und starten jetzt mal mit dem 2-1. Das Anschlusstor für Hünfeld durch den Ferhat Yildiz. Da wurde es nochmal spannend. Imposante Kulisse. 800 Zuschauer in der Rhön-Kampfbahn. Ja, und dann in Ex Hünfelder mit der Vorentscheidung. Julian Rode erhöht hier auf 3-1. Und da war der Sack eigentlich schon zu. Ehe dann der HSV durch den Kevin Krieger und seinen Elfmeter nochmal auf 3-2 herankam. Und dann war am Schluss, war es doch nochmal richtig spannend. Mit einem klaren Chancenplus für Steinbach. Aber hinten raus wurde es nochmal richtig, richtig eng. Mit ein bisschen Glück hätten die Hünfelder das 3-3 machen können. Wir haben uns den Steffen Traber, den Kapitän vom SV Steinbach, auf die Seite genommen und mal nachgefragt, ob es das packende Derby war, das er von vornherein erwartet hatte. Ja, ich denke mal, jetzt für die Zuschauer war es ein geiles Spiel. Viele Torraumszenen, krassige Zweikämpfe. Ich weiß nicht, es gab 8 gelbe Karten bestimmt. War ein geiles Spiel, aber von unserer Seite völlig unnötig, dass wir es so spannend machen. Wir haben doch 3-4 Mal die Entscheidung, bevor sowas 2-1 fällt, müssen wir 3-4-0 machen. Ja, und dann halten wir es immer weiter offen. Und zum Schluss halt mit ihren langen Bällen, dafür sind sie bekannt. Körperlich starke Mannschaft, da haben wir dann einfach Glück, weil wir oben dran stehen wahrscheinlich. Durch den Sieg in Hünfeld haben die Steinbacher ihren 9-Punkte-Vorsprung gehalten. Am Sonntag kommt jetzt der 1. FC Schwalmstadt. Dazu noch die Spiele Willingen-Weidenhausen unter anderem. Und ich glaube auch der Steffen Trabert weiß, dass sich das die Steinbacher wohl kaum noch nehmen lassen. Ja, sagen wir so, jetzt haben wir noch 4 Spiele. Wir haben für uns schon gesagt gehabt, Hünfeld und Schwalmstadt, das sind die entscheidenden Big Points. Wenn wir da mal rauskommen mit wirklich 2 Siegen, denke ich mir dann, ist es nicht mehr zu nehmen. Aber also am meisten Angst haben wir wirklich vor Willing und vor Weidenhausen, weil das wirklich spielerisch starke Mannschaften sind, gerade daheim. Und bis dahin haben wir uns eigentlich entschieden haben. Ein Sprung auf die andere Seite zum Hünfelder SV mit seinem Elfmetertor zum 3-2-Anschluss kurz vor Ende hat der Kevin Krieger nochmal für ordentlich Spannung gesorgt. Und auch er hat ein spannendes, interessantes Derby gesehen. Ja, auf jeden Fall. Wir sind zwar schwer ins Spiel reingekommen und war ein sehr kämpferisch betontes Spiel, sag ich mal. War dann halt unglücklich, dass wir das 1-0 und das 2-0 gefangen haben. Das waren individuelle Fehler. Muss man aber trotzdem anerkennen, dass Steinbach die erste Halbzeit mehr Druck gemacht hat, besser war. Und ja, da haben wir uns schwer getan reinzukommen, aber in der zweiten Halbzeit wurde es dann besser. Nach dem 2-0 sind wir dann endgültig aufgewacht. Die Frage muss natürlich kommen, anhand von den Gegentoren, den ersten beiden, 2 Fehler vom Tim Gutballett. Vorwurf an den Torwart? Ja, auf keinen Fall. Ich sag mal, der Tim hat uns doch schon so oft schon die Dinger gehalten, dass wir da Punkte gewinnen oder holen. Und heute der Ball ist unglücklich gedreht, da muss natürlich auch einer angreifen im Mittelfeld und ja, geht da halt dann mal rein, aber kein Vorwurf an Timbo. Müssen wir dann als Mannschaft ausbügeln, ist uns heute nicht ganz gelungen. 800 Zuschauer in der Rhön-Kampfbahn, die Kulisse war ordentlich, so wie man sich das vorgestellt hat. Ja, Kevin Krieger, da macht es natürlich richtig Spaß, ein Derby zu spielen. Ja, war eine geile Kulisse, viele Zuschauer, hat Bock gemacht und ja, kann gerne öfters so sein. Und nur der Ausgang hat halt nicht gepasst, das war ein bisschen unglücklich. Dominik Weber, der Trainer des Hünfelder SV, ist natürlich nicht glücklich nach dem 2-3. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Er hätte den Steinbachern gerne ein Schnippchen geschlagen, dem Nachbarn nochmal. Aber es hat nicht sollen sein. Die Chance war da, als der Ball an den Innenpfosten ging. Das wäre es 3-3 gewesen. Ja, Steinbach steht oben, hat natürlich das nötige Glück.
Ja, natürlich ärgerlich. Ich sag mal, die Jungs hätten sich sicherlich verdient gehabt, heute hier was mitzunehmen, gegen Steinbach einen Punkt zu holen. Wir hätten anknüpfen können an unsere gute Punktausbeute aus den letzten Spielen. Und es ist natürlich ärgerlich, dass der Pfosten da nicht auf unserer Seite war. Auf der anderen Seite hat natürlich Steinbach auch einige gute Tormöglichkeiten gehabt, die sie liegen haben lassen. Aber ich habe noch auf der Bank gesagt, das rächt sich vielleicht auch noch gegen Ende des Spiels. Hat aber leider nicht sollen sein. Die andere Situation, wo der Ball auf der Linie geklärt wird oder hinter der Linie, so wie es von hier aussah, habe ich im Tor gesehen, den Kopfball von Leon. Und das ist dann schon ärgerlich. Ja. Das war Torgranate total für diese Woche. Du willst nichts von Torgranate TV verpassen? Dann abonniere unseren Kanal. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben und klicke für noch mehr osthessischen Fußball auf die Videoboxen.